Stuhlflechter gibt es ja schon immer. Die hat es schon immer gegeben. Die Leute haben ja immer gesessen und haben früher sich auch aus Schilf Sitze gemacht. In Monika Brauns Stuhlflechterei in Winterhude lebt diese Tradition weiter fort. Das, was wir hier machen, kann keine Maschine. In Handarbeit werden dort nicht nur Sitzflächen erneuert. Es wird Wert erhalten und wertgeschätzt. Hier in der Werkstatt ist es einfach Balsam für meine Seele. Ich mache meine Musik an, ich nehme mir den Stuhl, ich fange an zu flechten. Und er erzählt mir auch ganz viel, wenn ich, mein Gott, ist der alt und was der wohl schon alles erlebt hat. Für den nordischen Binsenstuhl um 1900 muss der Faden straff gehalten werden. Heute hilft dabei Schwägerin Annemarie Splitt. Wie das Garn stramm zu flechten ist, das lernte Frau Braun vor knapp 25 Jahren. Nach der Frührente als Zuverdienst wagte die ehemalige Redakteurin einen Neuanfang. Wieder nach vorne. Beim Handel auf Antiquitätenmärkten lernte sie Stuhlflechter Dieter Weber kennen und ging nochmal in die Lehre. Ich habe geheult, weil ich sagte, das geht nicht. Und dann sagt er, doch, du musst so ziehen. Sag ich, es zieht sich nicht. Und sagt, ach, du hast das ja auch verkehrt drum gemacht. Das war am Anfang war's schwierig, muss ich sagen. Also da habe ich Stunden gebracht, um einzuziehen. Meine Finger waren wund. Ungefähr 300 Meter. In heißem Wasser biegsam gemacht, wird sie für diesen Stuhl an die 300 Meter Flechteband brauchen. Damit das nicht so leckt. Die ursprüngliche Binse steht in Deutschland mittlerweile unter Naturschutz. Daher wird vermehrt auf Alternativen wie gedrilltes Papierband zurückgegriffen. Das Zeug sich verheddert, das gibt's gar nicht. Dennoch werden für die unterschiedlichen Geflechtsstile nach wie vor auch subtropische Werkstoffe benötigt. Vorletztes Jahr war das so, dass eben dieses Band aus Manila und aus diesen Ländern kam und da andere Machthaber an die Macht kamen und die dann gesagt haben, das wird nicht mehr ausgeführt, das bleibt hier im Land und die Leute hier im Land sollen das verarbeiten und so. Und weil die das natürlich anbauen und dann haben sie gesagt, nee, wir bauen diese Lianen nicht mehr an, weil Kakaobohnen sind viel, kriegen wir viel mehr Geld dafür und so. Und dann musste wieder eine andere Region gesucht werden, die dieses Band dann herstellt. Die Liane muss ja auch erstmal wachsen und so. Und dann kommt das immer, wie gesagt, da unten aus China, dann kommen die Schiffe nicht an. Und wir haben manchmal kein Material gehabt, konnten wir nicht arbeiten. Also daran hinkt es. Einmal in den Händen von Frau Braun angekommen, geht es Faden um Faden voran. Der wird hier Juhu. Reingelegt. Juhu, das Loch ist zu. Ja. So. Jetzt ist diese obere Fläche fertig, ne? So. Es ist alles schön. Die Fäden liegen auch alle gut. So. Das harte Buchenholz erfordert den Einsatz einer der wenigen moderneren Werkzeuge. Aber das geht denn. Nochmal, ne? Ja. Damit wird der letzte Strang festgeschossen. Das Polstern bleibt eines der letzten Handgriffe. Großen Schraubenzieher, damit kann man das gut da unterstecken. So, und jetzt muss ich hier reingehen. Mit diesem Polsterzeug. Früher wurden auch hierfür Binsen genutzt. Und ist fertig. So, und dann sieht man das hier, wie schön er gepolstert ist. Dieses Loch, wo der letzte Faden jetzt durchkommt, manchmal ist das so dicht, dass wir mit der Zange durch müssen und so. Und manchmal, wie die, bei diesem Stuhl hatten wir Glück, da klappte das ganz toll. Aber wenn der letzte Faden gezogen ist und ich kann ihn hinten festhackern und ich kann es polstern, dann fühle ich mich total gut, total glücklich. Oh, ich habe das geschafft. Das ist ein schönes Gefühl, so. Absolut. Dass man was ganz Schönes wieder geschafft hat, was auch noch lange hält, was viele Jahre den Leuten, für die ich das gemacht habe, erfreut. Ein Berufsstand mit täglichem Erfolgserlebnis. Reparieren statt wegwerfen. Der Trend hält an.
Dennoch wird Frau Braun irgendwann die Fäden aus der Hand geben wollen. Eine der letzten Stuhlflechterinnen Hamburgs wünscht sich jemanden, der das alte Handwerk weiterführt. In diesen Räumen, an diesem Ort, so wie ihr Wissen und Werkstatt vermacht wurden.